Vertritt die rechtspopulistische AfD russische Interessen in Deutschland? Nein, behauptet Parteivize Alexander Gauland. Unsere Russlandpolitik hat eigentlich überhaupt nichts damit zu tun, dass wir, was uns immer wieder unterstellt wird, für Herrn Putin sind und sein autoritäres Regime, sagte Gauland gegenüber der deutschen Presseagentur. Alice Weidel, die mit Gauland das AfD-Spitzenteam für die Bundestagswahl bildet, ergänzte, dass die AfD aus Sicht der Russen und der Amerikaner nicht von strategischer Relevanz sei. Ihrer Meinung nach werde das Thema innenpolitisch komplett überbewertet. Aber, so Gauland, Russland müsse wieder ein Partner auf Augenhöhe und ein geachtetes und sicheres Mitglied der Europäischen Gemeinschaft werden. Dies sei auch im deutschen Interesse. Die Ausdehnung der NATO über die Oder hinaus sei ein Wortbruch gegenüber Moskau. Von finanzieller Unterstützung seiner Partei aus Russland habe Gauland noch nie etwas gehört.